Theatersommer Parndorf 2019. Der Verschwender, ein Zaubermärchen. Wir haben mit dem Mittel der Pavlatschen haben wir eben versucht, relativ einfach das darzustellen. Oh, hätte ich's nie gewagt, auf Erz. Das Schöne ist halt, dass sich diese Fee wirklich in einen Menschen verliebt und daraus natürlich letztendlich eine Katastrophe passiert, aber so, dass es ein schönes Ende findet mit diesen beiden. Ich bettle ja bei ihm, damit ihm dann später, wenn er eben dann der Bettler ist, sozusagen neu starten kann mit etwas Geld. Ne? Nimm diesen Beutel hier. Ein großes Herz haben und geben ist seliger denn nehmen. Also insofern finde ich das ganz wunderbar. Welchen Bezug haben Sie zu diesem Flottwelf? Was ist das für ein Typ Ihrer Meinung nach? Er ist eigentlich die Figur, die größte Wandlung innerhalb des Stückes vollzieht. Er startet als, man könnte fast sagen, arroganter, reicher Typ und endet als Bettler. Es liegt vielleicht einerseits auch daran, dass er das ganze Geld bekommen hat und nichts dafür getan hat. Er hat es geerbt quasi von seinem Vater. Warte mal, bis du ihn im Zorn erblickst. Da kann alles kommen. Das ist Verschwendung. Verschwenden kann man so vieles. Also im Moment selber weiß man das ja nicht. Es sei denn, man geht bewusst ins Casino. Das ist Verschwendung, ja. Ich bin ein armer Bürgermeister. Von Verschwendung kann da keine Rede sein. Verschwendung hier oder hin. Die Liebe fragt nicht. Ja, ich fliehe mit ihm. Also ich gebe alles für ihn auf. Und das ist schon die wahre Liebe, glaube ich. Mutig oder wahnsinnig? Ich glaube, ein Mix aus beidem. Die Treue ist eben doch kein leerer Wahn. Ja, weil ich halt für meinen Herrn ins Feuer gehe. Er appelliert an die Erfahrung und die Hoffnung, dass ich ein Mensch bessern kann oder die Einstellung ändern kann. Das ist mein lieber, guter, gnädiger Herr. Ob das dann beim Verschwender, beim Flottwell wirklich der Fall ist, ist ein Fragezeichen, würde ich sagen. Ich habe zu bestimmen. Diese Schlussszene ist eigentlich ein Bild, von das sich ja auch nicht viel ändert. Es war ein Traum. So sprach sie nicht zu Julius von Flottwell, ihrem einzigen Herrn. Also die Hierarchien bleiben. Ob er jetzt arm ist oder reich, die Hierarchien bleiben. Doch noch etwas bleibt, offensichtlich. Bonjour, madame. Chevalier Dumont ist ein absoluter Naturliebhaber. Ich hätte in meinem Leben nicht gedacht, dass ich mich... Frauen gehören auch zur Natur, also er findet die Schönheit in jeder Frau. Ja, zuerst ist er natürlich misstrauisch, was das dieses Mannsbild von ihr will. Und danach kommen doch irgendwelche Jugenderinnerungen. Wenn man einmal recht schön war und man wird noch so alt, es bleibt doch allemal noch ein bisschen was übrig. Ist es nicht wahr? Ich hoff's. Wahr ist auch, dass Arbeit viele Gesichter hat. Das ist wirklich harte Arbeit, sich Geld zu ergaunern, immer ein freundliches Gesicht zu machen, nach oben zu dienen, nach unten zu treten. Das ist permanente Verstellung, schwere Arbeit. Also ich spiele sowas sehr, sehr gerne. Ich muss Ihnen noch 500 Gulden antragen. Es gibt ja sowas in unserer alltäglichen Welt auch hier und da angeblich. Da kommen natürlich schon sehr viele Bilder, wie es dann eben abhält mit Schmieren, geschmiert werden. Ist auch sehr, sehr aktuell in der heutigen Zeit, nicht? Weil Verschwendung ist ja ein Thema über alle Maßen. Ja? Aber das Schicksal hobelt alles gleich. Da streiten sich die Leute herum, oft um den Wert des Glücks. Der eine heißt den anderen dumm. Bei dem Satz, da ist der allerärmste Mann den anderen viel zu reich. Da sind mir nur die Flüchtlinge eingefallen, die über das Mittelmeer schwimmen und kaum sind sie bei uns und verdienen einen Euro, sind sie einer schneidig. Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt beide gleich. Das Mitgefühl hält sich stark in Grenzen und das ist aber leider in so einer reichen Gesellschaft wie wir sind nicht verständlich. Du! Ja, das wird ein schöner Diskurs werden. Ich habe in meinem Leben sehr viel Zeit verschwendet. Vernünftig mit dem Geld umzugehen, aber auch vernünftig mit der Umwelt umzugehen und überhaupt vernünftig miteinander umzugehen. Je älter ich werde, desto bescheidener werde ich. Umgang auf wesentliche Dinge ist sowieso immer gut. Ich mag Zufriedenheit, mir geht es gut. Es ist zwar ein lustiges Stück, aber es hat schon einen ernsten Hintergrund. Ich wundere mich nur, warum gibt es niemanden, der heute solche Stücke schreibt?
Ich finde, er wird in manchen Dingen ein bisschen unterschätzt, weil er ja auch sehr kritisch ist. Mir gefällt, dass er Witz hat und auch eine unendliche Tiefe. Das ist ein Genie gewesen, der Raimund. Was mich besonders freut, ist also einfach die Ehre, mit wirklich großartigen Kollegen heuer zusammenzuspielen. Wenn das mein Mann erfährt, der erschlägt mich heute aus lauter Freude. Es ist wirklich eine Freude, dass dieses Stammpublikum eben, dass die immer wieder kommen. Also ich bin wirklich schon viele Jahre hier in Barndorf, weil ich ganz einfach das Theater hier sehr gern habe. Der Platz, wo das Ganze stattfindet, die Atmosphäre, es ist überschaubar, es ist nicht so groß, immer wieder ein Erlebnis. Also das ist wirklich hohe Schauspielkunst, was ich da sehe. Also mich begeistert das sehr. Die Maske war auch toll, die Schauspieler selber. Also wirklich Hut ab, war sehr beeindruckend. Die Menschen unterhalten sich gut, der Applaus zeigt, das Stück kommt bei den Menschen gut an und es ist ein wunderschöner Abend. Auch wieder was das Burgenland stark macht. Wir sind klein, aber wir sind gut. Da leg ich meinen Hobel hin und sag, da wird Ade. Damen und Herren, herzlich willkommen beim Theater Sommer Parndorf 2019. Das Wetter ist uns hold. Sie sind uns hold anscheinend. Das ist ja wunderbar. Sie sind der größte Sponsor überhaupt, weil ohne Sie würden wir das nicht schaffen. Danke auch dem ganzen Theaterverein, Theater Sommer Parndorf mit dem Hans Masler als Obmann, mit der Christa hinten fürs Buffet und so weiter. Weil ohne die wäre das nicht möglich, ohne die würde die Bühne nicht stehen, das Bühnenbild, und würden auch andere Tätigkeiten nicht durchgeführt werden. Ich begrüße mein Orchester, den Peter Vira. Heute fangen wir an mit dem Verschwender und viel Vergnügen. Ja, blast nur zu, da könnt ihr noch lange blasen. Die Herrschaften sind gerade erst aufgestanden. Heute wird es eine späte Jagd geben. Diese Sängerin hat überhaupt nicht mehr aufgehört zu trällern. Und das Spiel hat bis 2 Uhr gedauert. Na, wenn sie erst nach dem Souper zu spielen anfangen, dann ist kein End. Aber heute Nacht haben sie den gnädigen Herrn schön gerupft. Ich kann mich ärgern, dass er so viel verloren hat. Warum denn? Er will es ja nicht anders. Die reichen Leute sollen für die Langeweile bezahlen, die sie anderen verursachen. Ja, aber gegen unseren gnädigen Herrn ist nichts zu sagen. Das ist ein wahrhaft nobler Mann. Bitte, der bewirtet nicht nur seine Freunde, der unterstützt die ganze Welt. Seine Bauern zahlen fast niemals eine Abgabe. Der hat zu heftige Leidenschaften. Warte mal, bis du ihn im Zorn erblickst. Da kann alles Grund gehen. Ja, aber wenn er sich dann besinnt, ersetzt er sicher dreifach wieder. Der gnädige Herr ging ja noch hin. Aber der Kammerdiener. Wen der Herr von Wolf nicht mag, na, der kann sich bald aus dem Schlosse trollen. Der Herr Kammerdiener wird denjenigen schon gehörig zu verleumden suchen. Der reitet auf der Gunst des gnädigen Herrn und keiner kann ihn aus dem Sattel werfen. Du kennst ja seinen Wahlspruch. Alles für den Nutzen meines gnädigen Herrn. Und dabei stopft er sich die eigenen Taschen voll. Es wird einmal eine schöne Wäsche geben, wenn dem seine Betrügereien ans Tageslicht kommen. Aber sie kennen keinen raffinierteren Schurken. Bitte, da ist ja unsereins nichts dagegen. Schon wieder Konferenz? Von wem war hier die Rede? Von einem guten Freund. Ihr seid solcher Freundschaft wert. Ist alles besorgt? Die Gäste bedient? Ja, auf das Pünktlichste. Der gnädige Herr lässt euch verbieten, von den Gästen Geschenke anzunehmen. Ihr habt sie von seiner Freigebigkeit zu fordern. Dann haben wir dadurch gewonnen. Seid uneigennützig. Das ist eine große Tugend. Ja, aber eine sehr schwere. Nicht wahr, Herr Kammerdiener? Wo ist der Valentin?
Hat er die Quittung von der Sängerin gebracht? Er ist noch nicht zurück, obwohl der gnädige Herr befohlen hat, er möchte bei der Jagd erscheinen, damit die Herren auf der Jagd was zu lachen haben. Ein wahrhaft unschädlicher Bursche. Ja, der Herr Kammerdiener wird ihm sicher tüchtig die Leviten lesen. Gott bewahre mich vor solcher Ungerechtigkeit. Der Bursche ist zwar plump und roh, doch gutmütig und treu. Dann steht er in der Gunst des Herrn, der seine Diener alle liebt wie eigene Kinder. Ja, das ist wohl ein seltener Mann, der in der Welt nicht seinesgleichen findet. Und wollte man sein Lob in Büchern schreiben, man würde nie damit zu Ende kommen. Drum dank dem Himmel, der dich in dies Haus geführt, denn wer ihm treu dient, der hat sich wahrlich selbst gedient. Das Frühstück für den gnädigen Herrn. Sogleich. Die Moralität dieses Menschen wird mich noch unter die Erde bringen. Das ist ein durchtriebener Schuft. Den muss ich mal vom Heu schaffen. Guten Morgen, Herr von Wolf. Ich wäre ja schon gestern gekommen, aber ich habe ein Haus stützen müssen, das ich vor 2 Jahren erst gebaut habe. Verstanden? Ich sag's Ihnen, die Ziegel sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Und die Mieter... Jetzt zieht er manchmal ein Volk hinein, das nichts als rauft und schlagt, Tische und Stühle umwirft und das Unterste zu Oberst kehrt. Ja, wo soll denn da ein Haus die Geduld hernehmen? Da wird's halt sprenggiftig und endlich fällt das lauter Zorn auseinander. Verstanden? Ich habe Ihnen die unangenehme Nachricht zu sagen, dass Sie den Bau des Schlosses nicht bekommen werden. Jetzt hören Sie aber auf! Ich stürze gleich zusammen, ja, alte Gartenmauer. Das ist ja nach unserer Verabredung ja gar nicht möglich. Ich kann nicht dafür, dass ein anderer, der Baumeister Gründling, gekommen ist, der noch größere Versprechungen macht und das Schloss um 10.000 Gulden Wohlfahrt. Aber das ist doch ein elender Schuft, der gar nicht zu bauen versteht. Ein hergelaufener Mauerpolier, ein Pfuscher, verstanden? Es macht Ihnen sehr viel Ehre, dass Sie so über Ihre Kollegen schimpfen, aber das kann die Sache nur verschlimmern. Oh, man möchte sich ja selber köpfen. Liebster Herr Kammerdiener, ich weiß, es hängt alles nur von Ihnen ab. Ich gebe Ihnen 1.000 Gulden Konventionsmünze. Halten Sie ein! Ich habe vielleicht noch etwas für Sie. Ich gebe Ihnen noch 500 Gulden, ja? Sie häufen ja Beleidigung auf Beleidigung. Ja, freilich, ich bin der brutalste Kerl auf der Welt. Aber jetzt bin ich schon so drin in meiner Grobheit. Ich muss Ihnen noch 500 Gulden antragen. Sie empören mich mit solchen unmoralischen Zumutungen. Ich brauche den Auftrag. Ich hab fest damit gerechnet. Wie soll ich denn das meiner Frau erklären? Sie sind verheiratet? Leider. Haben vielleicht auch Kinder? Jawohl. Ist aber traurig, wie viele? Ach, mein Gott, so viel Sie wollen. Aber bitte, bitte verschaffen Sie mir den Auftrag. Das muss ich schon genau wissen. 5. Und 2 sind noch zu erwarten. Entsetzlich, das rührt mich. Oh, bitte lassen Sie sich erweichen. Nehmen Sie die 2.000 Gulden. Sie sind Familienvater, Sie haben 5 Kinder. Und der andere Baumeister hat vielleicht keine Kinder. Ja, kein einziges. Ja, dann müssen Sie ja den Bau bekommen, das wäre ja sonst die höchste Ungerechtigkeit. Oh, Sie edelmütiger Mann. Jetzt kann ich Ihr Geschenk annehmen, aber Sie müssen mir versprechen, ein Meisterwerk für die Ewigkeit hinzustellen. 10 Jahre keine Reparatur. Denn der Vorteil meiner gnädigen Herrschaft geht mir über alles. Verstanden? Was für eine große See. Heißer, lustig, ohne Sorgen, lebe ich in den Tag hinein. Niemand braucht mir was zur Burg, schön ist ein bedingter Zeit. Niemand braucht mir was zu borgen, schön ist ein bedingter Zeit. Erstens bin ich zart gewachsen, wie der schönste Mann der Welt. Alles sick hab ich voll Maxen, was den Madeln wohl gefällt. Alles sick hab ich voll Maxen, was den Madeln wohl gefällt. Zweitens kann ich viel ertragen, hab einen Lampelfrummen ziehen. Vom Verstand will ich nichts sagen, weil ich zu bescheiden bin. Vom Verstand will ich nichts sagen, weil ich zu bescheiden bin. Drittens kann ich prächtig singen,
meine Stimme gibt so aus. Denn komm, lass ich sie erklingen, laufen so ohne gleich hinaus. Denn komm, lass ich sie erklingen, laufen so ohne gleich hinaus. Viertens kann ich schreiben, lesen und vom Rechnen eine Spur. Bin ein Tischlergesell gewesen und ein Mann von Politur. Bin ein Tischlergesell gewesen und ein Mann von Politur. Fünftens, sechstens, siebtens, achtens fällt mir wirklich nichts mehr ein. Darum muss meines Erachtens auch das Lied zu Ende sein. Darum muss meines Erachtens auch das Lied zu Ende sein. Nicht wahr, Frau? Ja. Also heute kann ich einmal mit Recht sagen, Morgenstund tragt Gold im Mund. Hat mir doch diese Sängerin, die heute Nacht bei uns gesungen hat, von dem Honorar, das ich ihr überbracht habe, zwei blanke Dukaten geschenkt. Ja. Na gut, mein gnädiger Herr hat ja aber auch für eine einzige Arie 50 Dukaten zahlen müssen. Das ist ein schönes Geld, ja. Aber bitte, das ist noch gar nichts gegen England. In London höre ich, da singen sie gar noch dem Gewicht. Da singen sie noch Pfundnoten. Ja, da verdient sich eine an einem einzigen Abend einige Zentner. Es war aber auch etwas Göttliches um diese Sängerin. Bitte. Ich habe nicht die ganze Arie hören können, weil ich im Hof unten die heulenden Jagdhunde besänftigt habe. Aber einmal, da hat sie einen Schrei herauslassen. Nein, also wirklich. Ich habe schon verschiedene Frauenzimmer schreien gehört. Aber dieser Ton, der hat mein Innerstes erschüttert. Aber den schönsten Wohlklang hat sie doch erst gezeigt, wie sie mir die zwei Dukaten, bling, bling, auf den Tisch geworfen hat. Das macht sie unsterblich. Und gelächelt hat sie auf mich. Na, gelächelt hat sie. Wie hat sie denn gelächelt? Hat sie so gelächelt? Oder so? Aber hör doch auf, das ist ja nur eine Travestie auf ihr Lächeln. Du wirst dir doch nicht einbilden, dass du das auch im Stand bist. Na warum? Warum soll die besser laufen können als ich? Na, eine Person, die für eine Arie 50 Dukaten kriegt, die wird doch wahrlich kurios lachen können. Jo, aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und das werde ich sein. Ich brauch keinen solchen Liebhaber, der in die Stadt hinaufläuft und den Theaterprinzessin in die Kur macht. Ich muss tun, was mir mein Herr befiehlt. Punkt um. Na du und dein Herr, das ist einer wie der andere. Na, das wäre mir schon recht. Dann wäre ich auch ein Millionär wie er. Geh mir ab. Du hast deine Amour in der Stadt und er hat sie im Wald draußen. Wie schaffst denn du wieder aus, meiner Söhne? Den ganzen Tag hat man zu korrigieren. An ihm ist denn das ein Halsdruck gebunden, du lockerer Mensch. Da geh her. Danke schön, hör doch auf. So. Na, schnür mich nicht so zusammen. Schaust aus, ob Feiertag wäre da. Du erwürgst mich ja. Wirst dich gleich fertig machen für die Jagd? Na geh, jetzt muss ich wieder auf die verdammte Jagd. Wer kann denn davor, dass du gar so ein guter Jäger bist? Aber ich jag ja nicht. Was? Ich werd ja gejagt. Das letzte Mal hat mein gnädiger Herr eine Wildente geschossen, ja? Und weil kein Jagdhund bei der Hand war, hab ich sie müssen aus dem Wasser apportieren. Und wie ich mittendrin war, haben sie mich nicht mehr ausgeschossen. Das lässt du dir alles so gefallen. Ja, weil ich halt für meinen Herrn ins Feuer gehe. So gehe ich für ihn auch ins Wasser. Jetzt dummel dich gleich auf, es wird gleich losgehen. Ja, diese verflixte Jagd, wo sie einem die Gäste alles antun. Wenn's nicht wegen meinem gnädigen Herrn wäre, ich prügel's alle zusammen. Red doch nicht immer vom Prügeln in einem so vornehmen Haus. Nee. Da sieht man gleich, dass du unterm Holz aufgewachsen bist. Werf mir nicht immer meinen Tischlerstand vor. Na, weil du gar so ein Pfosten bist. Du, schimpf nicht auf mein Metier. Geh, lass mich gehen. Ich nehme mir einen anderen. Aha. Ich weiß schon, wem ich heirate. Ach so. Ein Schlosser ist meine schwache Seite. Das ist der erste Mann, der sorgt für unsere Sicherheit und schlägt die Schlösser an. Mein Kind, da bist du schlechtbärig, der Tischler kommt sofort. Der Schlosser ist der Erste nicht, der Tischler macht das Tor. Ein Schlosser ist zu schwarz für mich und seine Liebe zu heiß. Verliebt sich ein Friseur in dich, der macht dir nur was weiß. Nein, nein, ein Drechsler, oh wie schön, der ist für mich gemacht.
der kann dir eine Nasendrin, dann nimm du dich in Acht. Ein Bäcker ist mir zu solid, ich fürcht, dass ich mich her. So nimm dir einen Kupferschmied, der schlug dann rechten Lärm. Ah, mit einem Schneider in der Tat, da käm ich prächtig drauf. Doch wenn er keine Kunden hat, da geht der Zwirn ihm aus. Ein Klempner ist ein sicherer Mann, dem fehlt es nie an Blech. Ich rate dir an Schuster an, es ist heut wegen an Pech. Ein Hutrer, wer wohl nicht riskiert, der hat ein sicheres Gut. Ja, wenn die Welt den Kopf verliert, da braucht kein Mensch an Hut. Ich wend im Kreis herum, vergebens meinen Blick. Drum kehr ich zu dem Tischler um, er ist mein einzig Glück, er ist mein einzig Glück. Ja. Verlass dich auf den Tischler, Jung, der macht dir keinen Gram. Na ja. Und kriegt das Glück am Mollensprung, der Tischler lähmt's zusammen, der Tischler lähmt's zusammen. Ein schöner Stand ist noch auf Ehr. Ein wackerer Handwerksmann, sei Schneider, Schneider, Schuster, Schuster, sei Friseur. Ich biet das Glas ihm an. 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 Der Kammerdiener, geht's bald los? Jawohl, der gnädige Herr wird gleich erscheinen. Jeder, jeder, lasst euch hören. Pagen führt die Pferde vor, Büchsenmacher nur herauf. Heuer, heuer, holt dich, meine Herren. Kommt heraus, der Tanz geht an. Ah, bonjour, mes amis. Wie haben Sie geschlafen? Ah, unser Naturfreund. Ja, Monsieur, der Natur sein groß. Ich habe wieder geschwelgt in ihren Reißen. Ein ganzer Tag bin ich am Fenster gelegen, um der Gegend zu betrachten. Oh, charmant! Guten Morgen, edle Freunde! Guten Morgen! Wir kommen spät zur Jagd. Ich hoffe, dass die Herren, die heute in meinem Schloss die Brut mit der Bedienung so zufrieden waren, als ich es nur immer eifrig wünschen kann. Gern hätte ich Ihren Schlaf mit süßen Träumen auch bewirtet. Doch leider stehen die nicht in meinem Sold. Mir hat von Lilien geträumt. Ja, mir von einer wilden Sau, der ich den Fang gegeben habe. Ich sah die Gastfreundschaft an einem goldenen Tisch und Lorbeer schmückte das Haupt meines gnädigen Herrn. Oh, ja. Und was habt ihr geträumt, Freund Valentin? Mir hat geträumt, Herr Gnaden, hätten mir 4 Dukaten geschenkt. Oh, 4 Dukaten? Das ist ein eigennütziger Traum, doch will ich ihn erfüllen. Küsse die Hand, Herr Gnaden. Küsse. Was mir geträumt hat, kann ich euch noch nicht entdecken. Es war ein süßer Traum. Er hat mir meines Lebens Zukunft rosig abgespiegelt. Die hat gewiss wieder von einem Rendezvous geträumt, du Spitzbub. Was? Von Augen wie Rubin und solchem dummen Zeug. Du kannst etwas erraten haben, Herzensbruder. Es soll ein Rendezvous fürs ganze Leben werden. Doch still davon. Mein Herz ist übermütig heute. Es könnte sich verraten. Wir kennen deine Schliche schon. Du hast eine andere Jagd im Sinn als wir. So ist es auch. Jagt euren Freuden nach. Um mich braucht ihr euch nicht zu kümmern. Wir haben jeder andere Leidenschaft. Ich leide an der Gicht. Ich diene meinem gnädigen Herrn. Oh, ich bin ein passionierter Jäger und spreche dem Champagner zu. Und ich bewundere der Natur. Das nimmt mich mit Wunder, Chevalier. Sie sind ja kurzsichtig. Das sind doch Menschen alle. Und wenn sie fahren,
Schlafen Sie im Wagen. Oh, das mache nichts. Ein wahrer Naturfreund müssen Ihrer Schönheit auch im Schlaf bewundern können. Ach, das kann ich nicht. Mein Liebling ist die Jagd. Peter bringt uns Bordeaux. Die Herren sollen sich begeistern. Bordeaux! Macht mir das Fenster auf, dass ich der Landschaft kann betrachten. Hier ist Bordeaux. Ah, herrlicher Wein. Himmlischer Wasserfall. Auf ewige Freundschaft und auf langes Leben, meine Herren. Der reiche Flottfeld lebe lang. Mon Dieu, der Kirchturm machen sich dort gut. Oh, wär ich überreich. Ich wünschte es nur zu sein, um meine Schätze mit der Welt zu teilen. Was ist der Mammon auch? Das Geld ist viel zu sehr geachtet, drum ist zu stolz. Es will nie des armen Mannes Tasche bleiben und strömt nur stets dem Reichen wieder zu. Wer ist so gut wie unser edler Flotte hier? Ich kenne kein Gemüt, das seinem gleicht. Ja. Jawohl! Ein enfant gâté de la nature! Ja, einfach großartig! Bravo! Bravo! Oh, lohnt mich nicht zu sehr. Ich habe keinen Verdienst als meines Vaters Gold. Will mir's die Welt verzeihen, ist's wohl und gut und tut sie's nicht, mag sie sich selbst mit ihrem Neid abfinden. Ich kämpfe nicht mit ihm. Mein Glück ist kühn. Darum will ich mein Dasein großartig genießen. Und wollen Sorgen mich besuchen? Lass ich mich verleugnen. Nicht wahr, Freund Helm? Ja. Man muss das Leben von der schönen Seite fassen. Der Himmel ist sein herrlichstes Symbol. Die glühende Sonne gleich dem heißen Brand der Liebe. Der milchgesinnte Mond der innigen Freundschaft. Die reiche Saat der Sterne ist ein Bild der Millionenfreude. Die ernsten Wolken sind zwar kummervolle Tage, doch Frohsinn ist ein flüchtiger Wind, der sie verjagt. Ja. Himmlische Natur! Ein Göttermann, ein wahrer Göttermann, verstanden. Gebt doch ein Glas auch unserem Baumeister. Oh, nein. Oh, das ist gar ein wichtiger Mann hier, meine Herren. Der wird ein neues Schloss uns bauen. Oh. Ah. Flottwells Haus soll's heißen. Ah. Ein Glas auf dieses Ehrenmannes Werk. Flottwells Haus. Ja, trinken Sie. Verstanden. Flottwells Haus, lang soll's bestehen. Und nun zur Jagd, ihr Herren. Nehmt's Gewehr zur Hand. Der Wald ist euer Eigentum und all mein Wild. Doch hetzt mir's nicht so sehr. Ich kann's nicht leiden. Denn der Hirsch weint wie ein Mensch, wenn er zu Tod gepeinigt wird. Ja. Nun, Glück zur Jagd. Der Abend führt uns wieder hier zusammen. Dann wollen wir beim vollen Glas besprechen, wer eines edlen Sieges sich zu freuen hat. Ihr oder ich? Ja! Holla! Zur Jagd! Himmlische Natur! Ich habe mich besiegt. Beschlossen ist's. Ich scheide von der Erde. Wenn auch mein Herz dem Kummer unterliegt, ich leide nur, dass er gerettet werde. Komm, teure Perle, die den Geist umschließt, den Letzten, der sich beugt vor meiner Macht, die bald für ihn in eitles Nichts zerfließt. Ich opfere dich,
in diesem goldenen Schacht. Nun zeig dein Haupt umkränzt von Zauberschein und blick mich an mit Diamantenaugen. Erschein! Es soll Azur dein Name sein. Lass Hoffnung mich aus deinen Worten saugen. Du, die du mich durch Zaubermacht geboren, gebietest du mir Segen oder Fluch? Zu Flotwels Schutzgeist habe ich dich erkoren. Darf ich das sein? Blick in das Schicksalsbuch. Kein Fatum herrscht auf seinen Lebenswegen. Er selber bringt sich Unheil oder Segen. Er selbst allein vermag sich nur zu warnen. Mit Unglück kann er selbst sich nur umgarnen. Und da er frei von allen Schicksalsketten, kann ihn sein Ich auch nur von Schmach erretten. Mir ist bekannt des Schicksals strenger Spruch, der mich zu strafen tief ersonnen ist. Empfange hier mein goldenes Zauberbuch. Es wird dich lehren, welch schlaue List mein liebgequälter Geist erfunden hat. Doch ich muss machtberaubt von hinnen fliehen. Darum vollziehe du statt mir die Tat und lass mich trostlos nicht nach meiner Heimat ziehen. Zieh ruhig heim. Treu will ich für dich handeln. Als Retter sollst du wieder mich erblicken. Oh, hätte ich's nie gewagt, auf Erd zu wandeln. Zu bitter straft sich dieser Lust entzücken. Ist die Wälder zu streifen, hebt frei er sich die Brust. Wäldern hebt frei er sich die Brust, kühn den Eber anzugreifen, ist des Jägers höchste Lust. Den Eber anzugreifen, ist des Jägers höchste Lust. Holla ho, holla ho, holla ho! Waldgesellen froh, Waldgesellen froh. Wegen meiner jagt nur fort, solange ihr wollt. Ich habe überhaupt keine Lust drauf, mich von euch wieder so witschwellmäßig behandeln zu lassen. Und überhaupt, ich kann durchaus nicht verstehen, was denn die vornehmen Leute mit dieser verdammten Jagd immer haben. Wie sich doch die rechten Herren selbst das Leben so erschweren, damit's Vieh und Menschen plagen, müssen's alle Wochen jagen. Ich kann durchaus nicht ergründen und begreif nicht, was dran fehlt. Dieses Kriechen in den Schluchten, dieses Riechen von den Juchten. Kurz in allem Ernst gesagt, es gibt nichts Dümmeres als die Jagd. Kurz in allem Ernst gesagt, es gibt nichts Dümmeres als die Jagd. Schon um 3 Uhr ist die Stund für die Leute und für die Hund. Jeder kommt mit seinem Stutzen und da fangen sie an zu putzen. Doch rennen sie wie besessen, ohne einen Bissen zu essen. Ganze Tage durch die Waldung und das ist eine Unterhaltung. Ah, das sollen Gott bewahren. Die Jäger sind ja alle Norn. Ah, das sollen Gott bewahren. Die Jäger sind ja alle Norn.
müd als wir a ketzter Hos, setzt man sich ins kühle Gras, glaubt man ist da ganz allein, kommt ein ungeheures Schwein. Und indem man sich will wehren, kommen rückwärts ein paar Bären, auf der Seite ein paar Tiger und was Gott noch was für Viecher. Und da steht man mittendrin. Dafür hab ich heute keinen Sinn. Und da steht man mittendrin. Dafür hab ich heute keinen Sinn. Heute keinen Sinn. Heute keinen Sinn. Steile Höhle erklommen und wird den süßen Blick nach meiner Hütte senden, von der erwähnt, dass sie sein Liebstes stets umschirme. So mag er denn zum letzten Mal sich ihres Anblicks freuen. Selber darf er sich nur warnen, mit Glück und Unglück stets umgarnen, da er frei von allen Schicksalsketten kann er nur selbst von Schmach sich retten. O trüber Schicksalsspruch, der einem Kinde Flügel leiht und sie seinem Engel raubt. Heitern Tag, mein teures Wesen! Sei nicht böse, dass ich selbst zu spät erscheine, denn meine Sehnsucht ist schon lang bei dir. Du sag, was ist dir? Du bist traurig. Wer hat dir was zu leid getan? Quält dich die Eifersucht? Bist du erkrankt? Betrübt? Sprich, oder willst du mich betrüben? Dich, mein Julius. Nein, das will ich nicht. Du ahnest nicht, was mich so freudig stimmt. Du sollst nicht länger hier in deiner Hütte weilen. Du musst mir morgen schon nach meinem Schlosse folgen. Die Welt muss als mein treues Weib dich grüßen, du darfst durchaus nicht länger widerstreben. Oh, mehr mein Leid nicht! Zieh mich nicht auf diese Höhe! Sie zeigt ein Paradies mir, das ich nie betreten darf. Ich habe dich getäuscht. Ich bin nicht das Geschöpf, das du in diesem Augenblick noch in mir suchst. Sei, was du willst. Hör nur nicht auf, die Liebenswürdigkeit zu sein. 3 Jahre sind es, als ich auf der Jagd mich bis hierher verirrt und dich zum ersten Mal erblickte. Du weitest mir dein Herz, doch durfte ich niemals forschen, woher du kamst und wer du seist. Und sieh, ich war so folgsam wie ein Kind. Nie hast du eine andere Frage gehört, als ob du mich auch immer lieben wirst. Du hast die Gegend in ein Eden hier verwandelt und pflanzest Blumen, wie sie nur des Inders Träume schmücken. Dir waren sie geweiht, doch blühten sie umsonst. Der irdische Traum ist nun vorbei. Du kannst nicht länger mich besitzen, umarmst mich heute zum letzten Mal. Es darf nicht sein, wer wagt den Raub an meinem liebsten Gut? Das Schicksal! Glaub es nicht, mein Glück hat Mut. So schnell lässt es sich nicht besiegen. Ich lass dich nicht aus meinem Arm, selbst wenn du treulos bist. Ich will dich lieben, bis du zu mir wiederkehrst. Hinweg von mir, schon fühle ich meiner Macht vergehen. Siehst du den Aar, der sein befiedert Haupt mit deiner Krone geschmückt? Sprichst du da? Kein Vogel regt sich hier. Auch nicht die drohenden Gestalten, die mich an meine Heimkehr mahnen. Zieh du voraus, ich folge bald. Meine Liebe, wie bist du schwer erkrankt? Sag an, was sind das für Gestalten und wer ist der gekrönte Aar? Die Feenkönigin. Wisse denn, kein menschlich Wesen hast du an dein Herz gedrückt. Kerestane ist mein Name. Ich bin aus dem Feengeschlechte. Meine Heimat sind die fernen Wolken. Ist in den Wolken lieb Verbrechen? Straft sie dort des Schicksals Fluch? Dann wäre ja die Erde ein Himmel und die Ewigkeit Exil. Oh, höre mich, bevor du lästerst. Schon viele Jahre sind es, seit ich euren Stern betrat. Um Wohltat auf der Erde zu üben, sandte mich die Königin. Sie drückte eine Perlenkrone auf mein zeitlos Haupt und sprach: In jeder dieser Perlen ist ein Zauber eingeschlossen.
welchen du benutzen kannst in jeglicher Gestalt. Verwende sie mit Weisheit zu der Menschen heil. Wenn du die letzte Perle hast geopfert, ist auch dein Reich zu Ende und du kehrst zurück, um Strafe oder Lohn vor meinem Throne zu empfangen. Weh dir, wenn du Unwürdige beglückst und so den edlen Schatz dem Dürftigen entziehst. Ob es getan, wird mir die Zukunft zeigen. Ich hatte viele Perlen noch. Als ich vor deines Vaters Schloss den zauberhaft jungen Julius erblickte. Du warst so hold wie Frühlingszeit und ich vermochte mein liebgereiztes Auge nicht von dir zu wenden. Von diesem Augenblick hatte ich dein Glück in mir beschlossen. Und ich streute viele Perlen auf deines und deines Vaters Haupt. Daher der unermessene Reichtum, den er sich in kurzer Zeit erwarb. Wo hätte ich's nie getan? Dein Vater starb. Du warst der Güterherr. Und erst jetzt erkannte ich, dass alles, was ich für dein Wohl zu tun gedachte, dir einst durch deine Leidenschaft zum Unglück werden kann. Ich führte dich hierher und habe seit dieser Zeit mein höchstes Glück in deiner Liebe gefunden. Nun ist der Traum vorbei. Meine Perlen sind verschwendet und die letzte musste ich heute noch deinem Wohle opfern. Einst habe ich nicht bedacht, dass sie zum Sinnbild bitterer Tränen werden könnte. O Keristane, was hast du getan? Ich lass dich nicht und werfe alles hin, wenn du mir bleibst. Und ziehst du fort, nimm auch mein Leben mit. Du bist frei, gebe ich gleich einem König. Du könntest eine Welt verschenken, um einer Mücke Dasein zu erhalten. Doch ich will deine Großmut nicht missbrauchen. Schenk mir ein Jahr aus deinem Leben, nur ein Jahr, das ich mir wählen darf, auf das du nie mehr Anspruch machst. Nimm es hin, nimm alles hin, nimm das Glücklichste. Ich danke dir. Ich werde dich nicht hart berauben. Und jetzt bin ich gefasst. Fall ab, du irdischer Tand. Nur dieser Fels mag ein geheimnisvoller Zeuge sein, dass Keristane einst auf Erden hat geliebt. Keristane, töte mich! Hab Dank für deine süße Treue, mein teurer Erdenfreund. Wo könnte ich meine Liebe zu dir in aller Menschen Herzen gießen, ich würde reich getröstet von dir ziehen. Julius, gedenke mein. Keristane! 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 Das Brausen im Becher verschüttet ihn nicht. Der Schlafrikan ist ein erbärmlicher Wicht. Ist ein erbärmlicher Wicht. Ist ein erbärmlicher Wicht. Und guckt auch der Morgen zum Fenster herein. Und guckt auch der Morgen zum Fenster rein. Ein rüstiger Zecher lacht ihm ins Gesicht. Ein rüstiger Zecher lacht ihm ins Gesicht. Ha, 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 lacht ihm ins Gesicht. Bitte und reicht ihm einen Bissen Brot. Der Reichtum thront in eurer Mitte. Mich drückt des Mangels bittre Not. Der Reichtum thront in eurer Mitte. Das Brausen im Becher den perlenden Wein. Ich hab dir schon 100 Mal gesagt, dass du mit dem Kammerdiener nicht so grob sein sollst. Du weißt, was das für ein Bus auf der Kerl ist. Am Ende,
am Ende schwärzt er uns beim Herrn. Stüße und red nicht, was nix weißt. Ich muss grob sein, weil ich eine tugendhafte Person bin. Was hat denn Tugend mit Grobheit zu tun? Sag mal, bist du denn gar so einfältig? Merkst du denn nicht, dass mir der Kammerdiener überall nachsteigt? Dass ich nicht einmal in der Kuchel an Uhr hab? Ja, was will er denn von dir? Er will mich zu seiner Kammerdienerin machen. In der Kuchel? Der soll in seiner Kammer bleiben, wenn ein ordentlicher Kammerdiener ist. Du gibst ihm doch wohl kein Gehör. Na, du willst ja nicht, dass ich ihm meine Meinung sagen soll. Aber wohl, wohl. Na, das habe ich ja nicht gewusst. Na, wirf ihm deine Tugend nur an den Kopf, das schadet ihm nicht. Übrigens ist das sehr schön von dir, dass du mir das gesagt hast. Na, wieso soll ich nichts sagen? Ich mag ihn ja nicht. Wenn er mir gefallen hat, so sagt er dir nichts. Na, das sind tugendhafte Grundsätze. Aber der duckmeiserische Kammerdiener, der geht mir gar nicht aus dem Kopf. Alles will der dirigieren. Um die dümmsten Sachen bekümmert er sich. Ja, jetzt jagt er gar dir noch. Wenn mit unserem gnädigen Herrn nur was zu reden wäre, aber der ist seit einiger Zeit verstimmt als wie ein altes Klavier. Ja, wenn nichts aus seiner Heirat wird. Der Herr Präsident von Klugheim gibt ihm seine Tochter, das Fräulein Amalie, nicht. Er kann unseren gnädigen Herrn gar nicht leiden. Der Herr Präsident kommt ja heute zur Tafel. Wie soll er ihn denn nicht leiden können? Na, wenn sich die Leute alle leiden könnten, die miteinander an der Tafel sitzen, da wäre die ganze Welt gut freund. Was da in unser Haus hergeht, das heißt man Tafelfreunde. Das sind nur Freunde von der Tafel, aber nicht von dem, der Tafel gibt. Aha. Und der Herr Präsident? Na, bei dem ist ein anderer Fall. Das ist ein wahrer Ehrenmann, der heute eine bessere Ordnung in sein Haus als unser gnädiger Herr da zum Baum. Ja. Ja. Der Herr Präsident von Klugheim mag unseren gnädigen Herrn darum nicht, weil der so großen Aufwand treibt. Der fürcht sich heute, der geht's grund. Der Baron von Flitterstein, das ist ein ganz anderer Mann und fast so reich wie unser gnädiger Herr. Den muss das gnädige Fräulein heiraten. Nein, nein, das darf nicht sein. Einen besseren kann sie gar nicht kriegen als unseren gnädigen Herrn. Er ist so wohltätig, so gut. Ja, zu gut ist auch nicht gut. Ich bin viel zu gut mit dir. Und kurz und gut, dem Herrn Präsidenten ist nicht für seine Tochter nichts gut genug. Er lasst nicht zu. Na, aber sie ist wahnsinnig in unseren gnädigen Herrn verliebt. Sie lässt bestimmt nicht ab von ihm. Sie muss. Er hat schon viele Auftritte gegeben. Aha. Sie kommen immer heimlich zusammen. Der Herr Präsident darf das gar nicht wissen. Nein, 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 nein. Dass du nicht niemandem was sagst. Nein, ich werde doch meine gnädigen Herren nicht verraten. Aber warum ladet er den Baron Flitterstein heute ein? Der steht auf der Liste. Na, weil er muss. Komm. Der Herr Präsident wäre ja gar nicht gekommen ohne den Flitterstein da heute. Darum war gestern schon große Tafel, weil heute der Fräulein Amalie Geburtstag ist. Aber gestern sind sie nicht gekommen. Da war der gnädige Herr ganz desperat, hat einen langmächtigen Brief geschrieben an den Herrn Präsidenten. Der Kammerdiener ist in die Stadt geritten, ist ganz erhitzt nach Hause gekommen und hat Nachricht gebracht, dass sie heute erscheinen werden. Aha. Aber der Flitterstein kommt mit. Na, das ist ja schrecklich, was sie mit unseren Herren treiben. Ja, wenn ihr nur wüsst, was da zu tun ist. Er soll sich die Sache gar nicht ausputzen lassen. Na, putz du lieber deine Stiefel und deine Kleider aus und kümmere dich nicht um Sachen, die sich nicht für dich schicken. Ja, aber ich fürchte nur, wenn ihm's der Baron wegheirat, der tut sich ein Leid an. Aber nein. Am Ende wird's das Beste sein, dass ich selber mit dem Herrn Präsidenten vernünftig darüber rede. Du! Na, das wird ein schöner Diskurs werden. Untersteh dich. Das wäre eine Beleidigung für so einen noblen Herrn. Ja, es ist ja nur, dass man sich ja noch keine Vorwürfe zu machen hat, wenn heute oder morgen ein solches Unglück passiert. Na, geh nur, du einfältiger Mensch. Ja, ja. Man kann nicht vorsichtig genug sein, weil das eine große Verantwortung wäre. Mhm. Aha. Wie steht's mit uns, mein alter Johann? Ist alles so, wie ich's befohlen habe? Ich will an Glanz durchaus nicht übertroffen werden und für Amaliens Freude ist kein Opfer mir zu groß. Jawohl, ein Opfer, gnädiger Herr. Da sich das Gastmahl heute glänzender noch wiederholt, so wird die Rechnung ziemlich stark ausfallen. Drum ist es ein Glück, dass ihr sie nicht zu zahlen braucht. Wie ist es mit dem Schmuck, den ich bestellt? Hat ihn der Juwelier noch nicht gebracht? Noch weiß ich nichts. Den Augenblick schickt nach der Stadt. Es ist die höchste Zeit. Er sollte schon die vorige Woche fertig sein.
hätten euer Gnaden ihn bei dem braven Mann bestellt, dem ich euer Gnaden empfohlen habe, so würden sie ihn schon besitzen. Er würde schön und billig ausgefallen sein. Allein der Kammerdiener... Hat mir einen besseren Mann empfohlen! Ist nicht so! Das glaube ich kaum. Die Meinung steht ihm frei. Doch liebe ich's nicht, wenn meine Diener mir als Lehrer dienen wollen. Dies für die Zukunft, nun den Juwelier. Oh, Treue, was bist du für ein armer Hund, dass Undank dich mit Füßen treten darf? Ein altes Möbel aus des Vaters Nachlass. Der Mann ist immer unzufrieden mit allem, was ich tue. Ich bin so schlecht gelaunt. Heute wird ein heißer Tag auf Lottwells Schloss. Ein groß entscheidender. Ich kann Amalie nicht verlieren. Sie nicht in eines anderen Arm erblicken. Ich habe es ihr geschworen. Gelingt es mir nicht, ihren Vater zu gewinnen, lässt er nicht ab, sein Kind dem Starrsinn aufzuopfern, so müsste ich zu einem bösen Mittel greifen. Schon gestern habe ich einen Brief erwartet. Gott, wenn sie wanken könnte. Was macht der Bettler dort? Ich habe ihn heute vom Fenster schon bemerkt und sein Gesang hat mich ganz sonderbar ergriffen. Mich wundert's, dass sie meine Dienerschaft hier sitzen lässt. Was schreibst du in den Sand mit deinem Bettelstab? Die Summen Goldes, die ich einst besaß. So warst du reich. Ich war's. Dass du Verlust betrauerst, zeigt die Tränen in deinem Auge. Was ich betraure, spiegelt sich in meiner Träne. Ein Palast! Oho. Was warst du und wie heißest du? Es ist die letzte Aufgabe meines Lebens, beides zu vergessen. Das einzige Mittel, das mich vor Verzweiflung retten kann. Sonderbar. Hier, nimm dies Goldstück. Guck mir der Herr, schenken Sie mir mehr. Schenken Sie mir eine Summe, die Ihrer weltberühmten Großmutter angemessen ist. Bist du beweibt? Hast du so viele Kinder? Ich bin allein. Nur Gram begleitet mich. So sättge dich und jag ihn fort. Er lässt dich nicht so leicht verjagen, hast das Glück. Er ist nur Wirkung, hebt die Ursache auf. Vermögen Sie, die Ursache Ihrer Lieb zu tilgen? Wer sagt dir, dass ich liebe? Wer denket groß? Und liebet nicht. Willst du mir schmeicheln, Bettler? Schäme dich. So Schmeichelleiter nur ein Vorrecht reicher Menschen sein? Sie stammt von Bettlern ab, dass sie von Geistesarmut zeugt. Ich frag dich nicht, um deines Missmutssport zu hören. Mir ist so bang in dieses Mannes Nähe. Du kannst mit dem Geschenk zufrieden sein. Nein, gnädiger Herr, ich bin es nicht. Ich darf's nicht sein! Erbarmen Sie sich meiner Not! Nicht Habgier ist's! Nicht Bettlerlist! Beschenken Sie mich reich! Ich werde dankbar sein! Oh, schäme dich, so um Geld zu jammern! Es ist das Niedrigste, was wir beweinen können! Du hast genug für heute, ein andermal komm wieder! Ich bin ein Bettler! Und gehorche. Gnädiger Herr, ein Brief. Von Amalie. Von meiner himmlischen Amalie. Mein teurer Julius, verzeih, dass ich dir gestern nicht geschrieben habe. Allein der große Kampf in meinem Herzen musste erst entschieden sein. Doch nun gelobe ich dir, dich niemals zu verlassen.
Ich willige nicht in meines Vaters strenge Forderung ein und kann kein Flehen sein sonst zu edles Herz erweichen. So mag geschehen, was wir beschlossen haben. Deine Amalie, mein, warum könnte ich doch die Welt umarmen? Johann! Ruf mir den Bettler zurück. Ich sehe keinen Bettler, gnädiger Herr. Bist du denn blind? Geh fort. Hey, Alter, komm! Was befehlt, mein gnädiger Herr? Ich habe eine frohe Botschaft hier erhalten. Und Flottwell kann sich nicht allein erfreuen. Verzeih, ich habe dich zu karg behandelt. Nimm diesen Beutel hier. Auch diesen noch. Was ich verschenken kann, hat eines Sandkorns Wert im Vergleich zu dem unendlichen Gewinn, der mir durch diesen Brief geworden ist. Oh, Mitleid in des Menschen Brust! Was bist du oft so kränkelnder Natur, als hätte dich ein weinend Kind gezeugt? Begeisterung ist's, die alles Edle schnell gebiert. Sie hat mit des Verschwenders Gold des Bettlers Hut gefüllt. Ach, wie sei ich doch vergnügt. Ein ganzes Jahr habe ich der Gegend nicht gesehen. Die Nacht war mir zu lang. Ich hatte 5 Dukaten auf eine Karte gesetzt. Hat sie gewonnen? Da schlug der Nachtigall. Ich lief davon. Der Geld blieb stehen und war perdu. Aber was ein Dukatenglanz gegen Morgenrot. Prächtiger Tag, der natürlichen und der all ihrer Reise zu schauen. Und da kommt ein altes Weib. Bonjour, Madame. Wo tragen du ihn, das Olsen? Noch Haus, gleich ins Gebirg, noch Blunzendorf. Blunzendorf, welch schöner Name. Du leben wohl sehr gerne im Gebirge? Ah ja, das Gebirg war schon schön, wenn nur die Berge nicht waren. Man steigt so hart. Das sind der Figuren, die der Landschaft beleben. Was? Oh, mir gefallen das Weib sehr. Ich gefallen ihm, sagt er. Einmal hätte ich ihm schon besser gefallen. Sie seien so malerisch verlumpt. Ich kann sie gar nicht genug betrachten. Er hat im Ernst ein Auge auf mich. Aber das andere drückt dazu. Du seien wohl verheiratet? Schon über 30 Jahre. Und bekümmern sich dein Mann doch noch um dich? Na ja, der schlagt mich fleißig noch. Er schlagen dich, das sei nicht schön von ihm? Oh, das ist schon schön von ihm. Das ist halt im Gebirg bei uns der Brauch. Ein schlechter Haushalt, was nicht rachen kann. Unschuldige Freundin der Natur. Und dort muss ich das Bild noch schöner machen. Stell dich dort hin. Ich muss dich ganz von ferne sehen. Hm? Voilà. Herrn Saar, was sehe ich denn jetzt an mir? Hätten Sie mich vor 40 Jahren angeschaut, aber jetzt bin ich ja schon ein altes Weib. Das macht in deiner Schönheit eben aus. Du seien vortrefflich alt. Au contraire, du musst im Abend noch viel mehr falten. Du, warum nicht gar? Mein Mann sagt dich schon zu viel. Du seien wahrhaft aus der niederländischen Schule. Bleib, bin ja gar nie in die Schule gegangen. Ich habe eine ganze Sammlung solcher alter Weiber zu aus. Jetzt ist recht. Der sammelt sie, die alten Weiber, und die anderen waren froh, wenn sie es losbringen. Oh
gelb Kontraste. Der Schlosse, der Wald, der Weib, der Ochsen in der Flur. Oh Natur, Natur, du sein groß ohne Ende. Der Mensch muss narrisch sein. Ich schaue, dass ich in den Spiegel und sehe dann Ochsen drin. So, hier hast du einen Dukaten. Jetzt habe ich dich genug gesehen. Spektakel! Ich schenke mir gar an Dukaten. Euer Gnaden, das ist ja zu viel. Brauche ich mich ja gar nicht zu nehmen. Na, für was denn? Sagen Sie mir's nur. Dein Anblick hat mir sehr viel Vergnügen beschafft. Das hätte ich mein Leben nicht gedacht, dass ich mich in meinen alten Tagen noch schon ums Geld sehen lassen. Ich danke viel tausendmal, euer Gnaden. Verzeihen Sie, ich bitte Ihnen, hab ich Ihnen denn wirklich gefallen? Du gefallen mir ganz außerordentlich. Herr Zoff, Sie konnte ja alles weit völlig verrückt machen. Wenn das mein Mann erfährt, der erschlagt mich halt aus lauter Freude. Ich sag's halt, wenn man einmal recht schön war und man wird noch so alt, es bleibt doch alleweil noch ein bisschen was übrig. Wie sie schwankt, wie ein alter Schwan. Ich sei so aufgeregt, dass mir jeder Gegenstand gefallen. Schöne Rose. Morgen, Herr Chevalier. Sie kommen nicht so schnell von mir. Der Alt sein Charmant, aber der Jung gefallen mir doch noch besser. Das sein Malerei für der Augen, das sein Malerei für der Herz. Herr Chevalier, ihr habt keine Zeit, der gnädige Herr wünscht Kaffee zu trinken. Oh, schöne Rose. Ein was, schöne Rose? Was habe ich von Ihrer Generosität? Ich muss in den Garten hinaus. Oh, Sie dürfen nicht. Ich sei zu enchanté. Diese Wangen, diese Augen. Diese Augenblicken. Oh, Natur, Natur, was haben du da geschaffen? Ich kann mich nicht enthalten. Ich muss sie embrassen. Herr Chevalier, lassen Sie mich oder ich schreie. Ich will den Mund versiegeln. Hey, 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 Herr Chevalier, was machen Sie denn da? Ich bewundere die Natur. Bravo. Ihre Liebe zur Natur dehnt sich auf die höchsten und auf die gemeinsten Gegenstände aus. Ob schön oder hässlich, das ist dem Herrn Chevalier ganz gleich. Was sagen Sie da von Hässlichkeit? Der Natur sein der höchste Poesie. Und wahre Poesie niemals kann sein, gemein noch hässlich. Ich wolle mich für Ihre Schönheit schlagen und schlagen lassen. Und fallen ich? So schreibt der Welt mir auf mein Grab. Es ruhen unter diesem Stein Chevalier Dumont hier ganz allein. Er habe nur gemacht auf Erd der Kur der himmlischen Natur. Nun sei er tot, welch glücklich los. Er ruht in der geliebten Schoß und wird, kehrt er in Himmel ein, natürlich willkommen sein. Allen Zudringlichkeiten ist mir ausgesetzt in dem Haus. Weichen Sie den Gästen aus, wenn Sie Champagner getrunken haben. Ich bin sehr unzufrieden mit ihr. Herr Wolf hat sich auch beklagt, dass sie sehr unartig ist und ohne Achtung von mir spricht. Der gnädige Herr Kammerdiener? Oh, jetzt muss ich reden. Das soll sie nicht, mein Kind. Sie soll nur ihren Dienst versehen. Ich stehe bei dem gnädigen Herrn im Dienst und nicht bei gewissen Leuten. Schweig Sie nur! Nein!
schweigen! Alles muss heraus! Welche Bosheit! Still! Die Sache wird zu ernsthaft. Wissen, euer Gnaden, was der Herr Kammerdiener gesagt hat? Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt... Der Juwelier ist da! Bravo, bravo! Wolf, erledige das! Wir sprechen uns, Mansell. Da stehe ich jetzt. Da steht sie jetzt. Und an wem soll ich jetzt meinen Zorn auslassen? Warte, ich besuch da wen. Du bleibst! An dir will ich mich rächen, du verhängnisvoller Mensch. An mir? Aber ich hab doch nur gesagt, der Juwelier ist da. Still bist du, oder ich... Mich trifft der Schlag. Na, das ist ein Glück, sonst hätte er mich getroffen. Du bist an allem schuld. Ich, aber ja. Ich hab doch nur gesagt, der Juwelier ist da. Das ist doch dein Verhängnis eben. Du hättest gar nichts sagen, wenn du es merkst, dass meine Tugend auf dem Punkt steht, ihre Rechte zu verteidigen. Na, das ist ja völlig verrückt. Da darf eine noch so viele Untugenden haben, so kann man nicht so viel Verdruss haben, als wegen derer ihrer unglückseligen Tugend. Was ist das für Verbrechen, wenn einer sagt, der Juwelier ist da? Schnell, schnell, Wolf, wo haben Sie den Schmuck? Gib sie doch her. Ich freue mich wie ein Kind. Er wird sich erst einmal hier freuen. Hier ist er. Mein Gott, was hat der Juwelier denn da gemacht? Wieso? So kann ich ihn nicht brauchen. Er ist nach Ihrer Angabe, gnädiger Herr. Nein. Nein, das ist er nicht. Der Juwelier hat versichert, es sei ganz nach der Zeichnung. Nein, 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 nein. Er ist so altmodisch. Auch sind es nicht die Steine, die ich ausgewählt habe. Er kann ihn ja ändern. Zu spät. Es ist ein Geschenk zum heutigen Fest. Meine schönste Freude hat er mir gemordet. Durch seine Ungeschicklichkeit. Der Schmuck ist schlecht. Aber betrachten Sie ihn doch nur. Er ist mir so zuwider, dass ich ihn zum Fenster hinauswerfen könnte. Das werden Sie wohl bleiben lassen. Das werde ich nicht. Da, fliegt er. Um Himmels Willen, der Schmuck kostet 2000 Taler. Gebange, Lumpengeld. Das ist doch ein Wahnsinn. Ich hol den Schmuck herein. Habt Dank, ihr guten Leute. Dass ihr so reichlich mich beschenkt. Mein Herz ist ja des Kummers Beute, doch eigene Schuld bin ich gekränkt. Mein Herz ist ja bewegter Tag. Des Kummers Beute, doch eigene Schuld ist Gesang. Ach, liebster, gnädiger Herr, ich bedauere sehr... Bedauere nichts. An mir ist das Bedauern meiner unverzeihlichen Heftigkeit. Mein Blut spielt mir manch tollen Streich. Stellen Sie sich vor, der Schmuck ist weg und niemand will ihn aufgehoben haben. Es wäre mir sehr unlieb, denn er kostet viel. Der muss sich finden, ich sei aus dem Fenster fliegen. Niemanden gewahrte ich in der Nähe als das Kammermädchen Rosa... Ich eilte sogleich herab, doch da war sie fort. Und als ich sie befragte, wollte sie nichts gesehen haben. Das kann ich doch nicht von ihr glauben. Man muss die Sache untersuchen lassen. Nur heute nicht, das macht zu großes Aufsehen. Und dann, wer weiß es zwar. Gewiss, ich hab's ja beinahe gesehen. Wenn es wahr ist, muss sie fort. Sonst wünsche ich keine Strafe. Wie der Himmel doch die Menschen oft verlässt.
Es ist schon alles zu dem Fest bereitet. Ich habe die schöne Aussicht nach dem Tal mit Draperien verhängen lassen. Wir wollen warten, bis die Sonne untergeht. Das wird einen imposanten Anblick geben. Sind die Tänzer bereit? Jawohl, der Herr Präsident ist auch schon hier. Mit Amalie? Ja. Oder sagst du erst jetzt? Sie sind ins blaue Zimmer geführt. Der Baron von Flitterstein ist aber nach dem Garten gegangen. Der Baron? Schändlich, dass ich meinen Nebenbuhler noch zu Gaste bitten muss. Soll ich nun Amalie verehren? Der Schmuck ist fort. Schenken Sie ihr die kostbare Vase, die Sie erst gekauft haben. Das ist doch ein Geschenk, das eines Millionärs würdig ist. Sie ist von großem Wert und eben recht. Der Präsident ist ein Freund der Künste. Vielleicht gewinnt ihn das. Da irrst du dich. Lass sie mit Blumen schmücken. Kurz, besorge alles. Ich muss zu ihr, zu ihr. Nicht Sternenglanz, nicht Sonnenschein. Nicht Sternenglanz, nicht Sonnenschein. Kann eines Fähnlers Auge erfreuen. Der Reichtum ist ein fort. Warum lasst ihr ihn so nah beim Schloss verweilen? Welch einen Bettler? Wir bemerken keinen. Da geht er hin. Er spricht verwirrt. Amalie, was ist hier? Amalie, teures Mädchen, höre deine Julius Stimme. Ja, hol den Arzt! Entsetzliche Situation. Der Präsident ist erzürnt. Seiner Tochter Amalie schwanden die Sinne und Flitterstein ist im höchsten Grade erregt. Und Flotwell hat die kostbare Vase aus Paris. Oh, charmant. Sie seien ganz außerordentlich. Sie haben sie doch gar nicht gesehen. Ich brauche sie gar nicht zu sehen. Ich brauche nur zu hören. De Paris kann gar nicht anders sein als magnifique. Die kostbare Vase aus Paris seinem Kammerdiener geschenkt. Geleiten Sie den Präsidenten in den blauen Salon. Sogleich. Sie duellieren sich. Um Gottes Willen. Wer? Baron von Flitterstein und Herr von Flotwell. So endet dieses Fest. Lieblichen Adieu. Das soll doch mir so aus. Ich muss doch sehen, was geschehen ist. Alles läuft davon. Und die Fräulein Amalie, sag's, ist umgefallen wie ein Stück Holz. Sie hat Konfusionen gekriegt. Du bleibst. Mein Schicksal ist, um das du dich zu bekümmern hast. Ich bin die gekränkteste Person in dem Haus. Ja, was haben sie dir denn schon wieder getan? Morgen gehe ich zu Gericht. Alle werden irritiert. Der gnädige Herr und der Kammerdiener und alle Gäste. Und das ganze Schloss und du! Mich los nicht aus. Was hat's denn gegeben? Der Kammerdiener hat mir Ohrfeigen angetragen. Hat mich eine Diebin gegessen. Hat einen Schmuck von mir verlangt. Hat uns im Namen des gnädigen Herrn den Dienst aufgekündigt. Hat mich wohl durch die Petit hinausgeworfen. Na, das ist eine ganze Weltgeschichte. Wann ist denn das alles geschehen? Vor einer Viertelstunde, bis die Vasen oben im Saal geholt haben. Das ist ja schrecklich. Der Mensch glaubt, man hat seine Ehre und Reputation gestohlen. Und den Schmuck auch dazu. Nein, das darf man nicht so hinnehmen. Ich gehe noch heute und morgen klag ich. Und ich gehe morgen und klag heute noch. Ja. Und wo? Na, beim gnädigen Herrn. Ja. Denn das ist eine Beschuldigung, die man nicht auf sich sitzen lassen darf. Valentin, ja? Du glaubst das nicht, dass ich den Schmuck genommen habe. Nein, natürlich nicht. Du bist ja zu tugendhaft. Wir packen uns zusammen und gehen. Ja, die Livree bleibt doch. Die gehört dem gnädigen Herrn. Mir gehört mein Tischlerruck, den ich mit hergebracht habe. Und die andere Bagage brauche ich nicht. Ich bin mit dir allein zufrieden. Wir zwei, wir bringen uns schon fort. Ja, ich gehe zu meiner Tischlerei zurück. Aber vorher will ich noch mein Meisterstück machen. Nun, was wirst du tun? Na, den Kammerdiener werde ich in die Arbeit nehmen. Oh, der ist so ungehobelt. Über den muss ein Tischler kommen. Oh Mann, nimm dich zusammen. Oh, du kennst mich nicht. Ich bin der beste Mensch.
Aber wenn es sich um Ehre und Reputation handelt, so kann ich in eine Wut kommen wie der rollende Rasen. Ich werde dem Kammerdiener schon zeigen, hey Jochen, wo gehst du denn hin? Vom großen Fass ist ein Reif abgesprungen und der Kellermeister muss den Wein abziehen. Na, das ist ein Wink des Schicksals. Mann, ich folge dir. Spektakel. Jetzt muss ich dir einen Spitzel antreten, dass eine Courage kriegen kann, meiner Söh. Was das für miserable Gemannsbüder sein bei der jetzigen Zeit. Nicht wahr? Ja. Das ist nicht mehr zum Aushalten. Warum müssen sich unsere Männer immer gleich duellieren? Jetzt ist Julius vielleicht genauso schwer verwundet wie der Baron. Nein, ist er nicht. Wie ein Mann, der seinem Schicksal trotzt. Doch solange ich mit dir sprechen kann, ist mein Glück noch nicht von mir gewichen. Jede Minute droht. Du musst mit mir noch diese Nacht entfliehen. Unmöglich! Nein, ich kann den Vater nicht verlassen. Du hast geschworen, denk an deinen Eid. Doch heute und so plötzlich. Heute oder nie. Nimm deine Dienerin mit und nichts von deinem Eigentum. Dein Vater ist erschöpft, er wird sich bald zur Ruhe legen und wenn auch nicht, verbotene Liebe ist erfinderisch. Ja, ich harre auf dich. Na, in der Stadt, bei der alten Kapelle. Wird sich der Vater hier versöhnen? Er wird's. Das weite Meer, das seiner Rache trotzt, wird seinem Stolz gebieten. Entschließe dich. Wo könnte ich leben ohne dich? Wenn du es nicht kannst, so sind wir uns ja schon einig. Und doch? Ja. Oder nein? Nein ist ein Dolch, den du ins Herz mir drückst. Ja. Eine Sonne, die uns nach England leuchtet. Erwarte mich. Starrsinn eines alten Mannes. Was rufst du für Unglück auf so vieler Menschenhaupt? Ha. Wolf, gut, dass du kommst. Der Augenblick ist da, wo du mir danken kannst, dass ich dir mehr ein Freund als ein Herr gewesen bin. Ich will mit Amalia noch diese Nacht nach England fliehen. Es steht dir frei, ob du uns auf der Flucht begleiten willst. Ob ein gütiger, gnädiger Herr, mein Wille ist an ihren Wunsch gekettet und wo sie hinziehen, da finde auch ich meine Heimat. Ich habe große Summen in der englischen Bank liegen. Was ich von Gold und Kostbarkeiten retten kann, will ich jetzt zu mir nehmen. Was ich in meinem Pulte zurück noch lasse, verteilst du unter meine Diener, doch ohne etwas zu verraten. Die beiden Schiffer sollen sich bereithalten. In einer Stunde warte ich dich bei der alten Kapelle. Dein Geschenk bringt Sicherheit. Sein Wert ist dir bekannt. Sei vorsichtig. Ich baue ganz auf deine Treue. Halt! Barbar, wo willst du hin? Du kommst nicht von der Stelle. Wie kannst du dich unterstehen, meine Geliebte zu verleumden? Was hat sie dir getan? Sie hat deine Liebesanträge nicht angenommen, weil du ihr zu hässlich bist. Kann es eine größere Tugend geben? Sie ist meine Verlobte. Und du hast geglaubt, ich bin der Gefoppte? Ja? Sie soll einen Schmuck gestohlen haben, diese schmucklose Person. Pfui Teufel! Jetzt wird's aber Zeit für dich, aus dem Haus zu gehen, du Trunkenbold! Oh, ich hab Zeit genug. Ich hab auf dieser Welt eigentlich wohl nichts mehr zu tun, als Ihnen meine Meinung zu sagen. Glauben Sie mir, Herr von Kammerdiener, ich will Ihnen nichts Unangenehmes sagen, aber ich versichere Sie, Sie sind ein niederträchtiger Mensch. Sie haben zwei arme Dienstboten aus dem Haus gejagt, die von ihrer Herrschaft treu und redlich bedient worden sind. Aber der Himmel wird sie dafür bestrafen. Was denn, Valentin? Lass ihn gehen, ich hab gehört, du bist betrunken.
Wer hat dir das entdeckt? Ach, ich bin verraten. Jetzt packt euch beide. Was sollen wir uns selber packen? Nein, wir packen ihn. Schanti, doch. Bedienstete, jagt dieses Lumpenpack aus dem Haus. Ich befehle es euch im Namen unseres gnädigen Herrn. Was? Hinaus, werfen wir uns los in dieser schädliche Verräter der Wort. Was reicht denn da? Los mit denen. Dieser Kammerdiener hier muss unter meinen Händen sterben. Aber das ist doch nicht der Kammerdiener. Nicht, na macht nichts, wird schon ein anderer Spitzbub sein. Verstehst du? Kammerdiener ausgeben, dieser Mensch, der gar nicht in die Kammer hineinpasst. Packt euch hinaus, wir haben Wichtigeres zu tun. Packt euch hinaus, ihr gehört nicht in das Haus. Fort hinaus aus dem Haus. Fort hinaus aus dem Haus. Fort hinaus aus dem Haus! Ach, das ist kühl. Zieht im Westen ein Gewitter auf. Wenn es nur bald vorübergeht. Es rauscht. Bin ich hier nicht allein? Wer kauert in der Ecke dort? Hervor! Ich bin's, mein gnädiger Herr. Und habe Sie schon lang erwartet. Was tritt mir dieser Bettler heute zum dritten Mal entgegen? Was willst du hier von mir, du grauenvolles Bild des selbstgeschaffenen Jammers? Ach, das verzweiflungsvolle Los meines geheimnisvollen Elends und meine Herzensangst, dass sie dies Land verlassen, zwingen mich, den morschen Leib aufs Neue in den Staub zu werfen. Sie sind der Einzige in dieser unbarmherzigen Welt, auf dessen Großmut ich noch bauen kann. Hinweg von mir! Je länger ich dich schaue, je gräulicher kommt mir dein Anblick vor. Dräng ihn mir nicht auf. Ich will dich hier nie mehr sehen. Es steht bei Ihnen, gnädiger Herr, mich gänzlich zu verscheuchen. Doch müssten Sie dafür ein großes Opfer bringen. Geben Sie mir die Hälfte Ihres Schatzes nur und niemals hören Sie mich mehr zu Ihren Füßen wimmern. Habgieriges Gespenst, so ein frech Begehren kann Ihr Wahnsinn kaum erfinden, ein Bettler, der um Millionen flehert. Vernünftiger ist's, Sie zu begehren, als Sie wie du vergeuden. Magst du es mich zur Rechenschaft zu ziehen, du undankbarer Molch, den ich so reich beschenkt? O hör es, Welt! O hör es, Menschleule! Der überreiche Mann lässt einen Bettler darben! Das grässliche Geschrei wird mich am Ende verraten! Schweig, nimm dies Gold, um deine Gier zu stillen! Zu wenig ist für mich! Mein Elend ist zu groß! Ich lass nicht ab! Der Welt mein Leid zu klagen und ruft die Menschheit zwischen uns zum Richter auf. Verstummst du nicht durch Gold, so wirst du durch meinen Stahl verstummen. Schweig! Schweig! Mörder, dein Wüten ist umsonst. Du
hast mich nicht verwundet. Was ich begehrt, kann mich versöhnen nur. Wo möchtest du doch jetzt in meine Bitte wiegen? Willst mich zwingen? Nie! So flieh, Verschwender! Flieh! Doch mir entfliehst du nicht! Und an der Themse sehen wir uns wieder. Dort im Mondlicht das bleiche Antlitz starrte, ergriff es mich, sehe ich meines Vaters Geist. Die Nacht wird stürmisch, haut sie, ein Schatten fliegt daher. Bist du es, Wolf? Nein, ich bin es, mein Julius. Komm her, mein teures Mädchen, kommst du so allein? Ich konnte meine Dienerin nicht bewegen, das ungewisse Los mit der Gebieterin zu teilen. Mein Vater wacht bei dem Baron. Drum lass uns schnell entfliehen. Wenn er nach Hause kommt, so wird er mich zu sprechen wünschen. Es tut mir weh, den treuen Wolf zurückzulassen. Drängt uns die Gefahr, wenn wir nur das Gewitter nicht zu fürchten hätten. Geliebte, schnell! Du schiffst nach England? Günstigen Wind! Ich bleibe hier und will mein Schifflein in den Hafen lenken. Wie doch die Sonne auf und nieder geht. Wer ist nun zu beneiden? Er, der Stolze, der gepriesene Mäzen, der seines Glückes Reste mit zerfallenem Gemüt dem ungetreuen Meer vertrauen muss, oder ich, der Sanfte? Der bescheidene Kammerdiener, der sein still erworbenes Schäfchen demütig ins Trockene bringen kann. Und wem verdanke ich diesen Sieg? Dir, Klugheit, du vielseitigste der Göttinnen. Die Natur hat mir zwar eine starke Gallenblase gegeben, die nicht zerplatzt ist bei all dem Unsinn, den ich seit 5 Jahren in diesem Haus habe sehen müssen, aber die Klugheit hat mich lächeln gelehrt. Es ist eine große Sache um das Lächeln. Wie viele Menschen haben sich ihr Glück erlächelt? Und ein Schwachkopf kann eine Minute lang für einen vernünftigen Mann gelten, wenn er mit Anstand zu lächeln weiß. Darum will ich lächeln über die Erbärmlichkeit, solange ich noch zu leben habe, und in schallendes Gelächter ausbrechen. Auf welches dann? Grabesstille folgt.